Wir wollen weder eine bessere ÖVP sein, noch oder noch viel weniger eine bessere FPÖ sein, sondern wir sind als wertkonservative und christliche Wähler etwas Eigenständiges. Wir wissen, dass das Fundament dieses Kontinents, aber auch das Fundament Österreichs, unser christliches Erbe ist, unsere Familien sind und unsere Eigenständigkeit und als neutraler Staat unsere eigene Rolle ist, die wir seit dem Staatsvertrag von 1955 spielen. Das ist unser Fundament. Und die anderen Parteien haben genau diese drei Fundamente alle verlassen. Sie werden kein Christentum mehr bei den anderen Parteien finden, schon gar nicht in der Programmatik. Die Familien werden überhaupt nicht mehr im Sinne von Vater, Mutter und Kind als Familie definiert, sondern das ist heute alles gegendert. Das ist ja alles ganz anders. Ja. Die Innenministerin hat jetzt neue Formulare herausgegeben bei den Anmeldungsbögen, wo man sozusagen nicht mehr Vater und Mutter, sondern Elternteil 1 und Elternteil 2 einträgt. Das ist nicht eine Rote, die das erfunden hat, das ist eine Schwarze, die das macht. Das ist herausgegangen, eine Weisung des Innenministeriums, ich lese einfach nur das Bulletin des Innenministeriums dazu vor. Auch das Innenministerium betont gegenüber der Presse, dass das Standesamt ein eigenes korrektes Formular für die Frau hätte herstellen sollen. Die neue, und jetzt kommt's, die neue Personenstandsverordnung, das ist aber eine Verordnung der Innenministerin, mit einem fixen Formular für diese Fälle sei zudem schon vorbereitet. Die Novelle trete er aber erst am 1. November im Rahmen einer großen Reform in Kraft. Vorgesehen ist darin laut Ministerium, dass der Partner als Elternteil 1 und Elternteil 2 eingetragen wird. Ende des Zitats. Wer mir noch erklären will, dass das die Familie sei, ja, der lügt. Das sind alles Schwarze, die das machen. Und das Adoptionsrecht für Homopartnerschaften haben jetzt schwarze Minister verlangt. Der Herr Rupprechter war, der ist damit vorgeprescht. Ich glaube, die hören nicht recht. Er hat so getan, als ob er der neue konservative Flügel der ÖVP wäre. Und dann kommt er mit dem Vorschlag her. Dann hat gleich nachgedoppelt die Frau Karmasin, die Familienzerstörungsministerin, hat dann gleich nachgedoppelt. Und dann kam noch dazu der Justizminister, ja, die Innenministerin sowieso. Aber auch der Justizminister, der ja eigentlich zuständig ist für die Regelung, der Wolfgang Brandstätter, ja, der übrigens Grabesritter ist und damit im gleichen Grabesritterorden ist wie der Michael Spindlecker. Ja, das weiß ich deswegen, weil ich beide kenne. Das heißt also, man sieht hier, dass man sich von den ganzen Äußerlichkeiten nicht mehr blenden lassen darf. Sie betreiben 1:1, nur mit ein bisschen Zeitverzögerung, genau diese libertäre, radikal-libertäre Zerstörungspolitik. Und es sind genau die drei Ebenen, die uns wichtig sind. Unser christliches Fundament, unsere Familien und damit auch Recht auf Leben und unsere Heimat als neutraler Staat. Genau diese drei Fundamente sind es. Ja? Und es wird ja auch durch eine immer größere Belastungspolitik wird auch das Fundament der Freiheit immer mehr zerstört, nämlich das Privateigentum.